Hallo, grüß Gott, moin, moin, servus und grüezi. Ich wollte es ja verändern. Was anderes machen. Ich habe grüezi dazu gemacht, ich habe grüezi. Hallo, zum sechsten Part von The Devil in Me mit der bezaubernden Binat. Hallo und einen wunderschönen Tag. Oh, siehst du, ich bin jetzt auch schon, du hast mich ganz aus dem Konzept gebracht jetzt. Das war das grüezi. Ich weiß schon. Ja, das war das Grüezi. Na, gut, also wir sind jetzt in einem schönen Raum bei den Schweinchen. Ich bin gespannt. Legen wir gleich los? Ja. Legen wir los, gut. So, der Countdown läuft und drin sind wir. Oh, Auge juckt, keine Sorge, es bleibt drin. So. Achso. Ich habe wieder gedacht, ich wäre sie, aber... Es ist kalt. Ich bin ja er. Richtig, du bist er. Ah, und hier, denk an die Vorahnung, ne? Was. Oh je. Was ist was das denn? Hier? Kann ich hier was machen? Nö. Guck mal, hier hängt. Sieht aus wie ein Mensch, der hier hängt. Ja, da blitzelt was. Ansehen. Steht da? Das ist ein Zettel. Sieht aber da aus steht. Wie ein Mensch, siehst du? Oh Gott. Ah, ich konnte da nichts machen. Oh, bist du. Fuck! Heilige Scheiße. Das ist eine verdammte Leiche. Meinst du? Darf ich vorstellen, unsere Vorgänger hier? Das weißt du nicht. Vielleicht... Fuck. Da hast du wohl recht. Mensch, wo gehst du denn hin? Seltsame Kameraperspektive, ehrlich gesagt. Also hinten geht's wieder weiter. Kommst du da lang? Ist da was? Wo denn? An der Tür, neben der Tür? Nee. An der Tür, neben der Tür. Also hier nach hinten? Da geht es doch eigentlich theoretisch noch um die Ecke. Bloß irgendwie meine Kamera ist... Ja, aber da ist ja bloß ein Schrank, aber da ist nichts. Ja, das sehe ich nicht, weil ich habe schon wieder so eine beschissene Kameraperspektive. Ach, kannst du die Kamera nicht drehen? Ich kann die Kamera drehen und nee, alles. Das geht nicht richtig. Okay, läuft. Läuft. Leute, wir sehen heute alles nur etwas eingeschränkt. Die führt vielleicht raus. Guck. Die schwingt raus. Die kriegen wir wahrscheinlich leichter auf. Zurück. Das habe ich nicht erwartet. Ich schon. Nein, meine Funzel. Hä? Stand's gerade hinter mir? Ah, jetzt haben wir Du bist Jamie. Wir haben jetzt, glaube ich, getrennte Sachen, kann es sein? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt Janey und die Schwarze. Scheiße. Und renne. Ah, okay. Okay, dann mache ich mal Mikro aus, ne? Nein. Genau, dann machen wir jetzt mal stumm. Genau, Moment, ich gehe mal kurz auf. So, jetzt habe ich habe den Strom schon ausgeschaltet, den hört er jetzt im Moment nicht. Ich muss nur warten, bis er bestätigt. So, der Countdown läuft. Damit wir uns nicht ständig ins Wort fallen, spielen wir das jetzt hier mal alleine. So, verdammt. Warte mal, jetzt kann ich meine Funzel erstmal ausrichten. Sehr gut. Jetzt kann ich die Kamera auch wieder richtig drehen. Sehr gut. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind wieder im Haus. Und? Gott, oh Gott. Diese Mörderburg hier, ne? Ah, da können wir öffnen. Schau ich nochmal nach da hinten. Aber, ah, guck mal, hier ist was offen. Waren wir da schon mal? Oh nee, guck mal. Oh, hier, safe incoming. Untersuchen wir erstmal das hier. Medical Report. Medizinischer Bericht. Arzt Raymond Forster, MD, Hausbesuch. Patient Miss Lucida Monday. Datum der Untersuchung 5.11.1997. Datum der Niederschrift 10.11.1997. Hausarzt Vincent Lee, MD, Arbury Road, bla bla blub, Silver Spring, blibla blub. Leiterin des Altenheims auf Wunsch der Patientin Linda Price, blibla blub. Ich habe Lucia heute in ihrer Unterkunft in der Twilight Prairie und aufgesucht. Der Zustand
Da ihr Zustand es ihr nicht ermöglicht, ins Krankenhaus zu gehen, ihr Sohn war ebenfalls anwesend und sprach größtenteils für sie. Lucia ist eine 78-jährige Frau, die im März 96 mit Lungenkrebs Stadium 4 diagnostiziert wurde, hat ihr Leben lang Tabak geraucht. In letzter Zeit haben sich ihre Symptome verschlechtert. Andauernd und starke Schmerzen in der Brust, verschärft durch einen hartnäckigen Husten. Sie klagt außerdem über extreme Erschöpfung und Schwäche. Die Untersuchung bestätigt Gewichtverlust und Muskelabbau. Die Röntgenaufnahme des Brustkorbs von August zeigt ebenfalls eine Verschlechterung des Zustands, braucht Unterstützung beim Gang zur Toilette, beim Essen und bei der Einnahme von Medikamenten. Na gut, dass wir das jetzt hier gelesen haben. Ich habe keine Ahnung, wer das ist und was die hier macht, aber safe ist das schon mal super. Dann ist bestimmt hier ist wieder ein Code, oder? Oder auch nicht? Original Schlangenölsalbe aus bester Königskobra gewonnene Arznei. Silver Ash Institute. Okay. Sehe kein Code. Sehe kein Code. Da oben. Also das kann ich nicht lesen. Hier könnten wir durch. Jetzt schaue ich noch mal kurz hier, was das ist. Ach, guck mal, hier ist ein Code. 1573. 1573, lass die Codes nicht überall rumliegen. Mhm. 1573. Und was? Schwören kann, das war's. Ja, ich auch. Und das war's jetzt nicht? Ah. Hä? Ah, verdammt, da stand doch 1573. Nein, nein, verdammt. 1573, ne? 1573, lass die Codes nicht überall liegen. Kann ich auf den Kopf lesen? Nee, ne? Ach, schade. Wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Das war nur der Code. Schauen wir jetzt doch mal da rein. Vielleicht liegt da ein anderer Code. Nein! Geh weg! Letzte Puppe! So ein Plastikschrott. Hat die einen Code auf sich draufstehen? Ach, der Ken. Der Ken. Oh, was haben wir da? Ein Schlüssel. In die Lounge. Tschüssi, wir sind weg. So, was hätten wir hier? Kann man noch was machen hier? Oh, diese Kamera, diese Funzelbeleuchtung ist ein bisschen wild. Es ist etwas wild. So, es ärgert mich jetzt. Warum ging das mit dem Code nicht? Habe ich den falsch eingegeben? Soll ich es noch einmal versuchen? Komm, einmal machen wir es noch. Also, 15, 7, 3. Nee. Schade. Schade, schade, Schokolade. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Ich dachte, etwas geblinkt, aber da ist nichts. Das Problem ist, wenn ich jetzt sage, merken wir uns das mal, finde das eh nicht mehr. Können wir es jetzt hier, ach guck mal, wir haben jetzt hier einen Schlüssel. Oh Gott, das endlose Laufen durch irgendwelche Gänge. Warte mal, hier ist irgendwas. Sehr schön. Eine Frau sitzt am Lagerfeuer. Vor allem am Lagerfeuer, ne? Vor allem am Lagerfeuer sitzt sie. Nein, sie sitzt nicht am Lagerfeuer. Am Kamin. Private. Doch egal.
Pride Members Lounge, gewidmet 20. April 1916 in Erinnerung an Dr. K. nicht zu entziffern. Herr Dr. K., Frau Dr. K., who knows? Huh, sitzt hier hell. War nicht eingeladen. Schick. Was zur Hölle? Der mag Puppen, oder? Ich glaube, der mag Puppen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er mag Puppen. Oh, guck mal, hier liegt was. Haben Geld gefunden. Ein Obeli. Was wir auch immer da schon kaufen können. So, wer bist denn du, Schickes? Oh, guck mal, da unten ist wieder so eine Kamera. Die will jetzt aber nicht den Finger da reinstecken, oder? Was kann ich denn damit machen? Du hörst mir gar nicht zu. Das war ein Zufall. Entschuldigung, das kam etwas überraschend jetzt. Aber es war so klar, ne? So ein Jumpscare. Es war klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Herz. Mein Herz. Achso, können wir die auch untersuchen? Passiert da jetzt auch was? Überhaupt nicht gruselig, oder? Kann da irgendwie nichts machen. Ist vielleicht auch besser so. Ist auch vielleicht besser so, dass ich da nichts machen kann. Oh, ich habe immer noch Herzrasen. Guck mal lieber mal raus. Ach so. Punzel! Gott, ey, sag mal, wo sind wir denn eigentlich gelandet, ey? So, gucken wir mal kurz, bevor wir lesen. War der nicht gerade schon eben unten? Naja. Details. Aaron. Ach, guck mal. Aaron. Aaron? I will kill her, make her, was, white in the, irgendwas? Make her, white. Aaron, hörst du mich? Oh, Pitti, können wir da irgendwas machen? Nee, ne? Hallo, Aaron? Jamie? Hörst du mich? Was geht hier vor? Was? Du bist in Gefahr, Aaron. Wie kannst... Du musst auf mich hören. Tu genau, was ich sage. Oh je. Jamie, make her... Was ist hier los? Wo bist du? Ich weiß nicht. Hör einfach zu. Scheiße. Nein, 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 nein. Aaron? Da drin ist ein Schrank, du musst da rein und zwar. Ich weiß nicht, ob das gut, eine gute Idee ist. Das kriegt er ja eigentlich alles mit, ne? Was geht hier vor? Aaron, ja, ich vertraue dir einfach, okay? Eigentlich sau dumm, das kann der ja auch hören. Ach, Beans. Pitti Pupitti, ne? Da war der schon, ne? Nein! Ich habe, glaube ich, die erste getötet. Erzähl das nicht dem Strumpf. Ja.
Ja, du, im Entscheidung treffen war ich noch nie gut, wenn ich ehrlich bin. Noch nie. Ist egal, wenn wir tot sind. Fuck. Dann sollten wir nicht sterben. Charlie? Jamie? Hallo? Wo zur Hölle sind Sie? Hoffentlich irgendwo in Sicherheit und wundern sich, wo wir sind. Kate, sieh mal. Was geht hier vor? Sind wir eingeschlossen? Sieht so aus, ja. Warte. Psst. Was? Psst. Hörst du das? Sind Sie das? Wo kommt das her? Da ist jemand im Restaurant. Wie wild. Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Was zur Hölle ist das? Wer zur Hölle tut sowas? Ich hab's satt, ein Spielzeug zu sein. So, eigentlich müsste der Strumpfi sich jetzt wieder zuschalten, weil ich weiß nicht, ob er es checkt. Krank. Ich weiß nicht, wo Charlie uns hier reingeritten hat, aber wenn ich Dumet sehe, mache ich ihn alle. Mal kurz warten, was sich da zuschaltet. Ah ja, er hat pausiert. Hallo? Hallo, hallo. Ja, ich habe schon gerade überlegt, ob du dich jetzt wieder dazuschaltest. Ja, natürlich. Aber ich wollte erst mal reden lassen. Weißt du, ich wollte jetzt erst mal reden lassen. Und da haben wir gedacht, das wartet jetzt erst mal ab. Ja, war interessant. Hast du mich, ich gehe jetzt schon mal wieder rein, ne? Hast du mich angesprochen? Warst du Aaron? Ja. Bist du wegen mir gestorben? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin in den Schrank. Ich habe mich versteckt. Ah, das konnte ich nämlich nicht sehen. Ich habe schon gerade gesagt, oh, jetzt ist Aaron wegen mir gestorben. Das sagen wir dem Strumpf nicht. Aber mich hat's, ich weiß, also, ne? Mich hat's einmal richtig gerissen. Ich mich auch. Ah, cool, jetzt kann man die einzeln anklicken. Okay, oder? Warte mal. Ist schon wild, oder? Na klar. Himmel. Sieht genau aus wie er. Nie im Leben hat hier jemand in den letzten paar Stunden gebastelt. Wirklich wild. Aaron. Oh mein Gott. Das ist so abgefuckt. Was ist hier los? Aber Holmes war halt genau hinter, genau bei mir. Ne? Ja, ich habe das zugesehen. Über so eine kleine Leinwand. Okay, das ist nur noch abgefuckt. Was zur Hölle geht hier vor? Ja, nicht sonst, okay. Und ich habe dann gedacht, als ich gesagt habe, geh in den Schrank, dachte mir, das ist voll die dumme Idee, weil der kann ja alles mithören. Wer war das, Marc? Ja, das stimmt eigentlich. Ja, mir hat scheiße. Ich hätte wieder sagen sollen, du sollst wegrennen, aber dann hat es ja doch geklappt. Ja, der hat aber zum Schrank geschaut. Ja, der stand genau davor irgendwie. Richtig. Und deswegen dachte ich, scheiße, das ist tot. Himmel, Marc. Die ist angezogen wie du. Aber sie ist richtig, bis jetzt leben doch alle, ne? Nur, warum lädt er uns hierher ein? Ja. Ist was. Ich hab was. Hörst du das? Schritte. Und sie kommen näher. Da war eine Münze. Gott. Nein, ich checke mal diese Minispiele nicht. Entschuldigung. Macht nix. Jamie. Okay. Leute, schleichen könnt ihr gar nicht.
Alles okay? Nein, Mann. Dieser Ort ist der reinste Albtraum. Dimmitt hat seinen Hausmeister getötet. Was? Vor unseren Augen. Dimmitt? Es ist eine Falle. Er hatte eine Maske auf und ich weiß, wie das klingt, aber das ist kein Witz. Und jetzt ist Santa Aaron her, wir müssen weiter. Hey, Moment. Wo ist Charlie? Weiß ich nicht. Wir wurden getrennt. Das passiert nicht wirklich. Hä? Damit er alles abschalten kann, wenn unsere Leichen plötzlich... Das ist jetzt nicht wahr, oder? ...angeschwemmt werden. Körper. Tot. Scheiße, tot. Schalt es ab! Tot. 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 Boy. Da war... Das ist falsch. Ein Spaß oder von einem Tier oder so muss es sein. Nein, 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 niemals. Oh, Scheiße. Die sprechen echt. Ich sag doch, das ist so viel. Verschwinden wir hier. Die kam jetzt aber nicht mit Jamie, die ist ne? Zu. Ne? Was ist los? Ah, da. Die andere Tür ist auch verschlossen. Dimmitt? Sie wollen spielen? Kommen Sie raus! Sofort! Marc, das ist keine gute Idee. Ich sehe jetzt Charlie, du auch? Ja, Charlie Keller. Okay. Ah, du bist wieder Aaron, ne? Ich sehe doch Charlie. Achso. Ich sehe Charlie, wie er gerade aufsteht. Ich nicht mehr. Ich nehme mich nicht mehr. Ich sehe was anderes. Dann wieder muten, ne? Ja, dann bis gleich. Bis gleich. So. Wir machen wieder was anderes. Ist ein bisschen wild, weil man das immer nicht so genau weiß, was der andere sieht. Oder nicht, aber damit wir uns nicht permanent ins Wort quatschen. Oder der eine dann gar nichts sagen kann oder so verwirrend ist, machen wir das lieber mal mit Muten. Müsst ihr die Videos dann auf deinem anderen Kanal anschauen, damit ihr das dann alles sehen könnt. So, wen spiele ich denn jetzt eigentlich? Ist das das Sturmfeuerzeug von Charlie da? Wie wir sehen, sehen wir nichts. Ladebildschirm. B. Ein Weg aus dem Keller. Ja, gute Idee. Ich habe nicht mal mehr untersuchen. Warte mal. Ah. Jamie! Hallo! Achso, da bin ich reingefallen. Jamie! Ich bin okay! Die ist schon lang weg. Da haben wir einen Schlüssel. Oh, shit! Ah, was denn da? Sag mal, echt jetzt? Hey, der hat ein... Erstmal pusten. So, jetzt nehmen wir ihn. Metall wird nicht lange heiß. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Ist schon mal gut. So, mit dem Schlüssel werden wir wahrscheinlich an der Wand nichts machen können, aber vielleicht kriegen wir damit... Wo war das jetzt? Hier, machen wir auf hier. Mit dem Schlüssel. Gut. Es hätte alles so schön werden können, ne? Oh, Fotos. Chicago Killer, zweites Opfer, Todesursache, Unterleibsverletzung. Die Zähne des Opfers wurden alle entfernt. Holy shit. Chicago Killer, erstes Opfer. Todesursache, Unterleibsverletzung. Das Ohr des Opfers wurde mit einem sehr scharfen Gegenstand, möglicherweise einem Skalpell, entfernt.
Lecker. Da ist noch was. Da britzelt noch was. Rennen kann er wieder. Dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. KD. Logbuch. Mach halt auf. Kann, schau's doch da. Oh, kann dir die Hand drehen. Schau ein bisschen. Okay. Datum, Zeit, Vorfall, Signatur. 17.01.2017, 17.19 Uhr. Der größte Teil der Crew ist auf der Insel angekommen. Gesamte Ausrüstung zum Hotel hinaufgebracht. Treffen mit dem Hotelbesitzer, Mr. Belknap. 18.01.2017, 17.31 Uhr. Die Untersuchung vor Ort hat begonnen. Die Aushubarbeiten im Keller des Hotels haben begonnen. 21. Januar 2017, 17.23 Uhr, unleserlich. 2. Februar 2017, 16.52 Uhr. Die Arbeiten im Erdgeschoss und ersten Stock gehen planmäßig voran. Einige Geräte sind verschwunden. Wir haben einen Bericht eingereicht und über Mr. Belknap gemäß unserem Vertrag Ersatz angefordert. 5. Februar, 17.42 Uhr. James Kelly hat das Projekt verlassen. Er hinterließ eine Notiz mit dem Hinweis auf einen Notfall, nahm aber nicht direkt mit mir Kontakt auf. Ein schriftlicher Bericht wird folgen. 7.02.2017, 17.10 Uhr. Die ersten beweglichen Wände wurden bereits aufgestellt. Beschaffung einer Kopie der Baupläne für Mr. Belknap. 10. Februar, Beginn der Arbeiten an den Stützen der Kellerdecke. Morgen, unleserlich, unleserlich. Bobby hat mich hängen lassen. Zweiter verlässlicher Mann, der das Projekt fallen lässt. Barrenovierung. Oh, Barrenovierung, oh Gott, Entschuldigung. Unleserlich. Die Klempnerarbeiten im Untergeschoss sind abgeschlossen. Die Renovierung des ersten Stocks soll nächste Woche abgeschlossen sein. 3.3. Barrenovierung abgeschlossen. 4.3. Die Projekteffizienz ist gut. Wenn das so weitergeht, werden wir den vereinbarten Termin einhalten. Unleserlich. Rekonstruiert alle beweglichen Wände. Geschlossen, abgeschlossen. Ja, wir lesen jetzt einfach mal eine Stunde. Signalempfänger installiert. Weitere Berichte über fehlende Geräte. 3. Ersatzantrag diesen Monat eingereicht. 25.3. Projekt zum vereinbarten Termin abgeschlossen. Der Eigentümer bittet um zusätzliche Arbeiten im Spa-Bereich unter dem Hotel. Da nur noch eine kleine Notcrew auf der Insel ist, werden wir eine erste Kostenschätzung vornehmen, während wir auf eine Rückmeldung von Kelly warten. Nachricht von Kelly erhalten. Die verbleibende Crew, Laura, Monica, Ryan, Frank und ich, werden mit den Arbeiten im Spa fortfahren, bis die Crew zurückkehrt. Unleserlich. Ryan hat mir eine Nachricht hinterlassen, dass es seiner Mutter nicht gut geht. Ich bin sicher, sie ist vor Jahren gestorben. Ich werde sehen, ob Mr. Belknap mir erlaubt, ihn zu kontaktieren. März. Laura hat mit Mr. Belknap die Installation der Lautsprecheranlage abgeschlossen. Er sagt, sie habe sich danach nicht wohlgefühlt und bot ihr ein Zimmer an, um sich auszuschlafen. Ich habe keine Nachricht von Kelly erhalten, wo der Rest der Crew ist. 30. März. Was ist denn hier los? Laura ist nicht aus ihrem Zimmer gekommen und Monica ist gerade gegangen. Ich kann Kelly nicht erreichen. Morgen kehre ich mit Frank und Laura auf das Festland zurück. Dieser Job ist ein Witz. Moment, ich bin mal ganz kurz. Moment. Wer kommt denn jetzt da? Was zur Hölle war das? Okay, ich habe Schritte gehört. Der tat man schon. Oh schön, Plattenspieler. Immer toll. Okay, das Monitor, wo wir wahrscheinlich in der Zelle, wo wir waren, oder? Plattenspieler macht nichts. Das macht auch nichts. Hä? Wo sind wir hierher gekommen? Orientierung ist beim Strumpf immer ganz groß. Nee, da ist nur eine Zelle. Das Buch haben wir. Hammer. Kann man irgendwo hochgucken? Nee. Vergiss bei solchen Spielen immer auch oben hinzugucken. So ein Hans-Guck in die Luft muss manchmal sein. Versuchen, da. Ist da? Und runter. Okay, Strom ist an. Wir schauen erstmal hier noch ein bisschen.
Scheint jetzt gerade nicht zu sein. Was ist das für ein Irrgarten jetzt hier? Na, drück. Okay, nur die eine geht auf. Ich dachte, die andere geht jetzt auch auf. Ah, die ist zugeschnürt, okay. Die kann nicht aufgehen. Was war das? Okay, da ist wieder so Strom. Warte mal. Warte. Da ist nämlich wieder... Nee, bleib halt dran. Okay, also es könnte genau... einer gesehen haben, wie wir rausgekommen sind. Oh. Ich fühle mich richtig wohl, also... muss schon sagen. Urlaub ist gebucht. Jetzt warte mal ganz kurz. Nicht erschrecken. Ich muss nämlich ganz kurz in Pause gehen, weil ich habe gesehen, dass ich... So... So. Ich warte jetzt so lange. Hallo? Jetzt habe ich vielleicht... Hallo! Ja, Entschuldigung, ich war jetzt gerade, ich habe auf die Uhr geschaut und habe gedacht, hey, ich sollte vielleicht mal kurz, aber du weißt ja, ich kenne mich mit... Wir haben hier richtig Probleme gehabt. Ich habe nämlich nichts gesehen. Ich habe jetzt die ganze Zeit einen schwarzen Bildschirm gehabt. Wieso denn das? Weiß ich nicht, weil ich glaube, du musstest irgendwas Rätsel lösen und sobald du das nicht Rätsel gelöst hast oder so, ich habe immer nur irgendwas gehört und es war aber komplett schwarz. Bist du gelaufen? Oder hast du dich bewegt? Konntest du dich bewegen überhaupt? Weiß ich nicht, ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe einen schwarzen Bildschirm gehabt und unten einen Totenschädel, der sich gedreht hat. Okay. Und ich konnte nicht mal in den Pausemodus gehen. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit in den Pausemodus gehen, dass du checkst, ich habe was, ein Problem, du musst dich zuschalten, aber es ging nicht. Super. Also bei mir sieht man jetzt das ganze letzte Let's Play fast nichts. Super, das ist ja richtig klasse. Ja, richtig man klasse. Hört nur ein bisschen was. Okay, gut. Ja gut, dann machen wir jetzt, würde ich sagen, wir hören mal auf, dann schauen wir mal, dass wir vielleicht nochmal neu starten und schauen mal, ob man vielleicht von vorne nochmal anfängt. Also was den Part betrifft. Das schauen wir uns einfach mal. Aber vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es bei dir jetzt nicht so viel zu sehen gab. Aber es ist jetzt leider ein bisschen ärgerlich. Und dann bis zum nächsten Mal. Genau, macht's gut. Bis dann. Ciao.